Heute möchte ich euch den Bachelorstudiengang Materialwissenschaft an der TU Darmstadt vorstellen. Ich bin der Vincent und ich werde euch heute durch den Vortrag begleiten. Auch durch den Vortrag begleiten wird uns die Elementarzelle. Das ist der Grundbaustein jedes kristallinen Materials und deswegen fundamental für die Materialwissenschaft. Und wir wollen uns heute angucken, was ist denn der Grundbaustein des Studiengangs Materialwissenschaft? Die Basis dieses Grundbausteins bildet die Wissenschaft hinter dem Studiengang, also Materialwissenschaft. Und weil das nicht so die bekannteste Wissenschaft ist, habe ich euch mal eine kleine Analogie aus meiner Kindheit mitgebracht. Hier Asterix und Obelix. Obelix, der kleine Obelix, bevor er quasi den Zaubertrank bekommen hat, war ohne wirkliche Funktion eher schwach und stellt hier eben das nicht optimierte Material dar. Ich habe euch auch gleich mal ein Beispiel für eben ein so nicht optimiertes Material mitgebracht. Eben eine ganz normale Autobremsscheibe. Und was man hier eben unter Formel-1-Stresstest sieht, ist ein totales Materialversagen dieser Eisenlegierung. Und was der Materialwissenschaftler, also hier der Druide quasi macht, ist zu gucken, welche Eigenschaften brauche ich denn, um für dieses Anwendungsgebiet quasi optimal gewappnet zu sein. Und dafür haben wir dann quasi den großen Obelix, das optimierte Material. In diesem Fall des Formel-1-Stresstests ist es eben eine kohlenstoffverstärkte Keramik. Und man sieht hier eben sehr schön, dass es nur kurz aufglüht und danach direkt wieder abkühlt, also optimal gewappnet ist. Das ist jetzt natürlich ein sehr spezifisches Beispiel, aber Materialwissenschaft ist auch schon im Alltag überall vorhanden. Zum Beispiel in Batterietechnologie, also Lithium-Ionen-Akkus, Platinen bzw. allgemeine Elektrobauteile. Allein in euren Handy sind über 30 verschiedene Metalle vorhanden. Auch in Katalysatoren, zum Beispiel für Brennstoffzellen, für die Wasserstoffherstellung oder in konventionellen Abgasfiltern, wird Katalysatoren und damit Materialwissenschaft benötigt. Allgemein gilt also, ist es ein Material, ist es vermutlich Materialwissenschaft. In der Materialwissenschaft kann man simplifiziert in zwei große Kategorien unterteilen, einmal Analyse und dann Herstellung. Dabei unterscheiden wir in der Analyse zwischen Modellierung und experimenteller Charakterisierung. Bei der experimentellen Charakterisierung geht es darum, eben Aufbau und Eigenschaften eines Materials zu bestimmen. Dafür gibt es für unterschiedlichste Untersuchungsmethoden, zum Beispiel eben Beugungsexperimente. Dabei wird eben mit Strahlung, also Röntgen oder Elektronenstrahlen, verschiedene Kenngrößen des Materials bestimmt, wie zum Beispiel die Elementarzelle, also unser Vortragsmaskottchen oder Atomposition und so weiter. Hier ein Beispiel einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme. Wir werden nachher nochmal genauer darauf eingehen. Ich möchte euch aber auf die Größenskala hinweisen. Hier 100 Nanometer, das ist circa ein Achtel von einem Haar. Die andere Variante, die kosten- und zeiteffizientere Methodik der Untersuchung, ist quasi die Computermodellierung, bei der durch elektro- und thermodynamische Überlegungen auf atomarer Ebene ein Material simuliert wird. Und beide Methoden, das heißt sowohl die experimentelle Charakterisierung als auch die Computersimulation, werdet ihr bereits im ersten Semester in eurem Grundpraktikum selber durchführen dürfen. Wie ich schon angesprochen habe, sind quasi die zwei Attribute, die sich aus Modellierung und Charakterisierung ergeben, der Aufbau und die Eigenschaften des Materials. Beim Aufbau betrachten wir uns eben die Elementarzelle, unser Vortragsmaskottchen, was die kleinste periodische Einheit in einem kristallinen Material ist. Das sieht man auch hier schön in dieser Rasterelektronenmikroskopaufnahme, die ich vorhin schon verwendet habe. Die immer wieder repetitive Anordnung der Atome ist hier schön sichtbar. Ziel der Materialwissenschaft ist eben, die Eigenschaften präzise einzustellen, das heißt den Zusammenhang zwischen Struktur bzw. Aufbau des Materials und den Eigenschaften zu untersuchen. Dabei sind auch multifunktionale Materialien super interessant, eben bei den Eigenschaften. Wenn wir zum Beispiel Materialien haben, die sowohl als Energiespeicher als auch als Strukturelement dienen können, denn zum Beispiel in der E-Mobilität wurde es bisher oft so gehandhabt, dass die Batterien wie so ein Kartoffelsack in die Struktur quasi reingebracht wurden. Das ist dann natürlich Mehrgewicht. Und wenn man Strukturelement und Energiespeicher vereint, dann kann man sich Energie und Kosten sparen. Das wohl wichtigste Diagramm der Materialwissenschaft, was die Eigenschaften angeht, ist das Kohlenstoff-Eisendiagramm, wo auf der X-Achse der Kohlenstoffgehalt und auf der Y-Achse die Temperatur abgebildet ist. Wir sehen hier die verschiedensten Phasen mit den unterschiedlichen Aufbauten und damit kommen natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften einher.
Wir haben zum Beispiel mit einem relativ hohen Kohlenstoffgehalt Gusseisen, was spröde ist und zum Beispiel in Pfannen verwendet wird. Auf der anderen Seite haben wir Stahl, ein sehr vielseitig eingesetzter Werkstoff, der gut verformbar und zugfest ist. Nach der Analyse beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Materialherstellung. Das heißt, wie bringen wir die Eigenschaften ins Material ein? Beziehungsweise wie stellen wir die Eigenschaften ein? Da ist natürlich auch dann interessant, wie kann man die Prozesse, die wir im Labor produziert haben, skalieren für die Industrie? Und welche Umweltbelastungen haben die Prozesse zur Folge? Welche Ressourcenverfügbarkeit haben wir? Und welche Qualität wollen wir unter welchem Kostenaufwand liefern? Super interessant auch, jetzt in den letzten Jahrzehnten aufgekommen, ist natürlich Recycelbarkeit von Produkten. Hier als Beispiel zum Beispiel die Chipstüte. Chipstüten bestehen aus sehr vielen einzelnen Schichten von Polymeren, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. Wir haben zum Beispiel welche, die das Ganze luftdicht absiegeln, die dem Ganzen Struktur geben und so weiter. Und das ist natürlich super schwierig zu recyceln, wenn da verschiedene Stoffe oder Materialien drin sind. Und deswegen hier auch wieder das Stichwort Multifunktionsmaterialien, die eben verschiedene Eigenschaften in einem Material vereinen und somit Recycelbarkeit fördern. Das war jetzt relativ viel Input, deswegen hier nochmal zusammenfassend, was ist denn eigentlich Materialwissenschaft und welche Anwendungsbereiche hat es? Ziel der Materialwissenschaft ist es, die Beziehung zwischen Eigenschaften und Struktur eines Materials herzustellen und diese Eigenschaften dann präzise einstellen zu können für spezifische Anwendungsgebiete. Materialien waren schon immer, sind es heute noch und werden auch zukünftig Grundlage für wichtige technologische Entwicklungen sein. Ganze Zeitepochen wurden nach neuen Materialien benannt, wie zum Beispiel die Bronzezeit. Heutzutage benötigen wir natürlich viel hochtechnologisiertere Materialien mit ganz spezifischen Anwendungsbereichen. Neue Funktionalitäten, neue ökologische und ökonomische Ansprüche und Ressourcenknappheit macht Materialwissenschaft zu einer Schlüsseltechnologie. Auf der Basis der Wissenschaft hinter dem Studiengang aufbauend steht natürlich Studium und Lehre. Und ich habe mal einige Kommilitonen von mir gefragt, warum sie eigentlich Materialwissenschaft studieren. Und kategorisieren kann man die Begriffe wahrscheinlich in zukunftsorientiert, Energiewende, Forschung und interdisziplinär. Besonders interessant fand ich allerdings auch, hatte null Plan nach dem Abi und frage ich mich auch warum. Also werde ich euch heute nicht nur euch, sondern auch zwei Kommilitonen von mir erklären, was es denn so cool macht, Materialwissenschaft zu studieren. Zum einen hat es natürlich einen interdisziplinären Charakter, das heißt, wir vereinen die Naturwissenschaften wie Mathe, Bio, Physik, Chemie und die Ingenieurswissenschaften wie Maschinenbau und Elektrotechnik unter uns. Das zeigt auch der Studienverlaufsplan aus den verschiedensten Fachbereichen. Der Studienverlaufsplan sind quasi die Fächer, die man im Studium belegt. Ich habe den einzelnen Modulen mal Fächer zugeordnet, Naturwissenschaften, die man schon aus der Schulzeit kennt, damit man quasi einschätzen kann, welche Kompetenzen denn in welchem Modul gebraucht werden. In den ersten beiden Semestern ist besonders interessant der hohe Praxisanteil mit jeweils zwei Modulen, die Laborpraktika beinhalten. Und besonders gut fand ich daran, dass man in der Vorlesung quasi die Grundlagen gelernt hat, die theoretischen Grundlagen und diese dann direkt in der Praxis anwenden konnte. Das heißt, immer einen Anwendungsbezug hatte. Zusätzlich ist es ein sehr familiärer Studiengang mit einer einzigartigen Lern- und Arbeitsatmosphäre und man hatte nie das Gefühl, dass man alleine gelassen wird und bei Problemen steht immer jemand zur Hilfe bereit. Die Lehre wird von über 25 Professoren gesichert, die eine breite Auswahl an Vertiefungsmöglichkeiten bieten. Diese entstehen auch teilweise direkt durch Kooperationen mit Industrie oder anderen Forschungsinstituten, wie zum Beispiel dem KIT, Merck oder dem Fraunhofer. Daraus resultiert auch ein erstklassiger Lehrstuhl. Die industrielle Nachfrage nach qualifiziertem Personal und Grundlagenforschung ermöglicht uns eine moderne Ausstattung. Modern ist auch das Stichwort, mit dem ich unsere drei Gebäude an der Lichtwiese beschreiben würde. Diese seht ihr hier in den Bildern. Natürlich sind auch in anderen Fachgebieten Module oder Lernveranstaltungen. Allerdings sind das die drei Gebäude, die ihr wahrscheinlich am häufigsten sehen werdet. Im Bachelor gibt es die Möglichkeit, ein Auslandsstudium oder ein Auslandspraktikum oder eine Auslandsthese zu machen. Diese ist zum Beispiel an den Universitäten im Ausland, mit denen die TU Darmstadt kooperiert, möglich. Diese seht ihr auch hier auf der Karte eingezeichnet. Der sowieso schon international ausgerichtete Master bietet dann zusätzlich nochmal die Möglichkeit zu einem Double-Degree-Programm.
In Kanada, also in Montreal, hat eine Kommilitonin von mir, Nicola, ein Auslandssemester absolviert und hat Folgendes dazu zu sagen. Mein Auslandsjahr in Kanada hat mich fachlich, aber vor allem persönlich weitergebracht. Außerdem spreche ich jetzt fließend Englisch und Französisch und habe Freunde auf der ganzen Welt. Und ich denke, gerade dieser persönliche Weiterentwicklungsfaktor, die Sprachkenntnisse, die man daraus mitnimmt und die Freunde, die man sammelt, sind eine einzigartige Bereicherung. Ich merke schon, ihr seid begeistert und wollt euch direkt für Materialwissenschaft einschreiben. Und welche Voraussetzungen gibt es denn eigentlich dafür? Spoiler, es sind nicht allzu hohe. Ihr braucht ein Abi oder einen äquivalenten Abschluss und mit dem richtigen naturwissenschaftlichen Interesse und der Motivation könnt ihr euch zum jeweiligen Wintersemester zum 15. Juli einschreiben. Was kommt aber nach dem Studium? Was kann ich mit Materialwissenschaft denn eigentlich anfangen? Habt ihr einen Bachelor erfolgreich abgelegt, ist der klassische Weg natürlich der Master. Allerdings gibt es auch hier schon die Möglichkeit, in die freie Wirtschaft zu gehen. In der freien Wirtschaft, was es da für Möglichkeiten gibt, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Nach dem Master kommt entweder die akademische Forschung, eben auch die freie Wirtschaft. Mit akademischer Forschung meine ich, dass ihr zum Beispiel eine klassische Universitätslaufbahn einschlagen könnt, mit einer Promotion oder an anderen Forschungsinstituten arbeitet. In der freien Wirtschaft wird natürlich auch Forschung betrieben, aber auch Sachen wie Produktion oder Wissenschaftsreferenten oder Unternehmensberatung sind Teil. Denn als Materialwissenschaft ist man generalistischer Naturwissenschaftler. Auch ins All kann man fliegen, wie zum Beispiel auch Matthias Maurer, der 2021 bis 2022 für die ESA im All war. Im Weltraum wird nämlich auch MAVI betrieben und besonders interessant ist, dass erst Raumfahrt durch Materialwissenschaft möglich gemacht wird. Wir haben Hitzeschilde an Raketen, die Materialien für die Raumstationen und Satelliten und natürlich auch die Raumanzüge der Astronauten sind alles Materialwissenschaft. Auch hier nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt unsere Elementarzelle, also unser Studium und die Wissenschaft dahinter aufgebaut. Was ist also jetzt im Studium so besonders? Die Voraussetzungen sind relativ einfach. Habt ihr den richtigen Abschluss, könnt ihr euch bis zum 15. Juli einschreiben fürs nächste Wintersemester. Im Studium steht besonders der interdisziplinäre Charakter im Fokus mit einer guten Ausstattung und einem sehr guten Lehrschlüssel. Und die Berufschancen sind sehr breit gefächert mit Möglichkeiten in sowohl freier Wirtschaft als auch Forschung. Das war es jetzt erstmal zum inhaltlichen Vortrag. Ich habe aber noch einige weiterführende Informationen, die euch helfen könnten bei der Studienentscheidung. Es gibt nämlich unterschiedlichste Beratungs- und Orientierungsangebote. Meine ganz persönliche Empfehlung ist Studentin für einen Tag, denn hier könnt ihr eine Studentin auf ihrem Alltag im Studium begleiten und kriegt hier so Einblicke in das Fach und auch das Leben als Studentin. Im jährlichen Zyklus findet außerdem der Tag der offenen Tür statt, wo sich die einzelnen Fachgebiete vorstellen. Schließen möchte ich mit zwei Zitaten. Zum einen Energiewende ist Materialwende und zum anderen Materialwissenschaft die unsichtbare Wissenschaft. Es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier seht ihr noch einige Links, bei denen ihr euch weiter informieren könnt, beziehungsweise wo ihr euch ein bisschen mehr über die Materialwissenschaft angucken könnt.